Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich euch die Abschlussprüfung von 2017 für den Zweier- und Dreierzweig in Mathe und da den Nachtermin und die Teilaufgabe A3 näher bringen. Dazu verwende ich einmal die Angabe und die Lösung, so wie man sie auch auf der ISB-Homepage findet. Anhand dieser Lösung möchte ich euch kurz zeigen, wie diese Aufgabenstellung zu bewältigen ist. Ganz wichtig vielleicht noch mit der Angabe, da möchte ich auf eine Kleinigkeit hinweisen, weil ihr sie relativ selten seht. Und zwar ist das hier in dieser Angabe der Schnittpunkt, wie er dargestellt wurde. Also falls euch das hier nichts mehr sagt, auch solche Kurzschreibweisen sind gar nicht so verkehrt, die mal zu wiederholen. Hier heißt es nichts anderes als die Strecke CD wird geschnitten, das ist dieses Symbol, mit der Strecke FG. Und dabei herauskommt der Punkt E. Das heißt also, diese Darstellung von hier nichts anderes als hier liegt mein Punkt E. Und dann auch noch ganz entscheidend die Darstellung hier, also dass meine Strecke CE diese Streckenlänge besitzt. Die sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das ist auch eine ganz normale Zahl, die eigentlich dahinter steckt, nämlich 2,3 mal Wurzel 3 cm. Und diese Eigenschaft hier, dass meine Strecke DE, also von hier nach da, dass diese Strecke doppelt so lang ist wie CE. Also DE ist gleich 2 mal CE. Und dann steigen wir in die Aufgabe 3.1 ein. In der Aufgabe 3.1 geht es darum, die Seitenlänge des gleichseitigen Dreiecks ABC zu bestimmen. Dieses gleichseitige Dreieck ABC hat wie jedes gleichseitige Dreieck die Eigenschaft, dass die Höhe im gleichseitigen Dreieck genau so aussieht. Und das findet ihr auch in der Formelsammlung. Also die Formel für die Höhe im gleichseitigen Dreieck ist 1/2 mal a mal Wurzel 3. Das machen wir uns jetzt hier zunutze, und zwar zusammen mit der Eigenschaft, dass das hier gilt und das hier. Und das wird jetzt zusammengefasst. Aus dieser Situation, dass CE und DE eine Verbindung zueinander haben sozusagen, also dass DE 2 mal CE ist, kann ich auch für CD dann ableiten, dass es eben CE plus DE ist. Und das hier, dieses DE, ist ja 2 mal CE. Und deshalb ist CD, diese Strecke, genauso lang wie 3 mal CE. So, und deshalb kommt man insgesamt dann auch auf diese Lösung hier. Denn CE ist ja angegeben. CE sind 2,3 mal Wurzel 3 cm. Und deswegen, wenn ich das Ganze mal 3 nehme, lande ich eben bei CD mit 6,9 mal Wurzel 3 cm. Und diese Information ist jetzt mit der anderen Information, dass die Höhe immer 1/2 mal a mal Wurzel 3 ist, zusammengepackt. Das heißt also, dieser Ansatz 6,9 mal Wurzel 3, den ich eben ausgerechnet habe, das ist genauso groß wie die Höhe im gleichseitigen Dreieck. Und wenn man das jetzt noch auflöst mit geteilt durch 1/2 und mit geteilt durch Wurzel 3, dann erhalte ich meine Seitenlänge A mit 13,8 cm. So viel zur Aufgabe 3.1. Für die Aufgabe 3.2 schieben wir uns das Ganze hier ein bisschen zurecht. Wir behalten die Skizze hier im Blick, damit wir die noch vor uns haben. Die Aufgabe überhaupt, da ist ja ein bisschen mehr Text diesmal verlangt. Die schieben wir vielleicht hier runter. So, und die Lösung dazu sieht so aus. So, und dann gucken wir uns mal diesen Riesentext hier bisschen genauer an. Also bei der 3.2 geht es darum, dass ein Kreisbogen eingezeichnet wurde. Das ist der Kreisbogen, den ihr hier seht, von P zu Q. Außerdem ist dieser Kreisbogen ausgehend vom Mittelpunkt, das ist C, und der Radius CD schneidet die Seite AC im Punkt P, also hier drüben, und hier da drüben BC im Punkt Q. Und jetzt geht es darum, den grau markierten Flächeninhalt zu berechnen, also das hier und das hier. So, und wie haben die das in der Lösung gemacht?
Also, was ihr hier seht, hier an der Stelle, ist nichts anderes als vom Dreieck den Flächeninhalt des Kreissektors abzuziehen. Der Kreissektor ist dieser Sektor hier, von C ausgehend, PQ. Dieser Sektor hier wird abgezogen vom Flächeninhalt des gesamten Dreiecks ABC. So, wie kommt man jetzt auf die einzelnen Ansätze und auf den Flächeninhalt hier im Ganzen? Der sieht ja schon hier vorne ein bisschen komplizierter aus. Das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Wenn ich die Formel hier oben, die sehr verkürzt ist, mal ein bisschen ausführlicher darstelle, dann ist der Flächeninhalt 1/2 mal Grundlinie AB mal CD, die Höhe davon. Und hier drüben der Sektor ist CD zum Quadrat, also der Radius zum Quadrat, mal Pi mal 60/360. Das kommt daher, diese 60 Grad, weil ich hier oben an der Stelle bei C hier ja einen 60-Grad-Winkel sitzen habe. Das ganze Ding ist ja schließlich ein gleichseitiges Dreieck. So, wie komme ich jetzt von diesem Ansatz hier, hier oben auf dieses A zum Quadrat Viertel mal Wurzel 3? Ja, das kommt daher, dass 1/2 stehen bleibt. AB, das ist jetzt mal die Seite A, das ersetze ich einfach, mal CD ist nichts anderes als 1/2 mal A mal Wurzel 3. Das hatten wir vorhin schon gehört. Das ist die Höhe im gleichseitigen Dreieck. Minus CD zum Quadrat lassen wir stehen, genauso wie den ganzen anderen Rest hier. Das ergänzen wir gerade noch. So, und wenn ich das jetzt hier vorne zusammenfasse, 1/2 mal 1/2, das macht 1/4. Und A mal A ist A Quadrat, deswegen sind es A Quadrat Viertel mal Wurzel 3, minus den ganzen Rest. So, und wenn ich jetzt hier oben in der Lösung weiterschaue, dann sind diese 13,8, das ist meine Seite A, die wurde vorher in der Aufgabe ausgerechnet, die zum Quadrat genommen Viertel mal Wurzel 3. Und dann hier mein Radius, diese 6,9 mal Wurzel 3, auch in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet, das ist die Seitenlänge von C zu D. Das ist mein Radius und dann wird das Ganze hier einfach komplett in den Taschenrechner eingegeben und dann habe ich hier den Flächeninhalt für die grau markierte Fläche. Also das hier, diese 7,68 Quadratzentimeter, die ich hier rausbekomme, das ist meine grau markierte Fläche. Und die Fragestellung, die sich ja hier noch anschließt, ist, man soll ermitteln, wie der prozentuale Anteil des Flächeninhalts am Flächeninhalt des Dreiecks genau aussieht. Dazu braucht man wieder den Flächeninhalt des Dreiecks, also das kleine Teilchen, was wir hier oben schon berechnet haben, das braucht man hier nochmal extra für sich. Das sind 82,46 Quadratzentimeter und dann wird das ins Verhältnis gesetzt. Der Flächeninhalt der grauen Fläche im Verhältnis zum Flächeninhalt dieser Fläche. Da kommt man hier, wenn man das ausrechnet, auf eine Zahl von 0,0931 und daraus lässt sich dann der Flächeninhalt, der prozentuale Anteil von 9,31% ablesen. Und das wäre es dann schon mit dieser Aufgabe.